Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge StarCraft 2, 2 gegen 2. In Gedanken sind wir alle bei Mono. Wenn das jetzt wieder so kacke läuft, habe ich keine Lust mehr. Wir müssen auch noch ein Spiel gewinnen, Zarok. Dann sind wir sowieso durch für heute. Wir müssen nur ein Spiel gewinnen. Uns fehlen Mineralien. Ja, kommt drauf an, wie das hier läuft. Ja gut, wir werden dieses Spiel gewinnen, da bin ich zuversichtlich. Ja, ja. Ein bisschen Salz hat noch keinem geschadet hier. Zarok pflastert die ganzen Straßen damit gerade. Ich wäre auch mal wieder gerne Zerg. Ich wollte, glaube ich, nur einmal Zerg. Finde ich schade. Was sind unsere Gegner? Protoss und Terraner. Na, ich scoute. Nee, ich scoute nicht. Scouten wird überbewertet. Sind noch nichts in heute gelaufen, was mit Scouten verhindert werden könnte. Ich wäre gern mal Neues. Ich wäre gern Millionär. Aber leider bin ich das nicht. Bereit. Was ich auch nicht so genau verstehe, ist, warum Blizzard in Warcraft das hingekriegt hat, vier Rassen einzubauen und in StarCraft kriegen die das nicht geschissen. Verstehe ich nicht. Geht nicht. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Wann kam denn die vierte Rasse Zarok in Warcraft? Warcraft 3. Aha, und welche Version haben wir in StarCraft? Welches Jahr haben wir? Das ist ja für irrelevant. Aber wenn es 3 Warcraft dauerte, für 4 Rassen, vielleicht confirmed das ja Half-Life 2. Ist, ja, ja, ich habe bewusst 2 gesagt, ja. Ich meine, auch Dawn of War hatte 5 Rassen. Dawn of War. Kommt der mir gleich noch mit Red Dead Redemption? Dem Pferdeunfallsimulator. Ja, das ist schon ein Stückchen besser als Dawn of War. Also ich weiß nicht, das Spiel, wenn ein Spiel nur daraus besteht in Aufzeichnungen, dass Leute von Pferden fallen, weiß ich nicht, ob das so ein wirklich gutes Spiel sein kann. Weil alles, was ich von diesem Spiel bisher gesehen habe, ist, wie Leute von Pferden fallen. Oder gegen ja, Bäume rennen. Was gucke ich? Das Ding? Nicht liegen, ehrlich gesagt. Geht das auch? Yay. Die Basis unserer Verbündeten steht unter Beschuss. Double Gate übrigens beim Pro-C. Ja, und wieder mal zu viel Worker, zu wenig Linie. Ja, das ist ein Fehler. Immer sofort, wenn der Pool fertig ist. Aber ich mache ja auch Schaden. Oh, das war aber ein bisschen knapp hier. Also ich hoffe, du hast nicht viel mehr als 2 verloren. Oh nein, nicht dein Overlord, Zarok. Ja, das ist halt. Wenn der da hin will, dann machst du nichts, dann will der da hin. Machst du nichts, wenn er da hin will, dann will der da hin. Kannst du machen warm, kannst du machen kalt. So, 4 Kills habe ich inzwischen gesammelt. Macht das jetzt deinen Schaden wieder gut? Ja, weiß ich nicht. Schade, ich hätte gerne mal gescoutet. War mir aber nicht vergönnt. Vergönnt ist auch so ein Wort, was kein Mensch sagt, oder? Nee. Doch, Studenten. Nee, ich habe noch nie einen Studenten. Das stimmt vielleicht nicht, aber ich habe selten generell Leute vergönnt sagen hören. Aber ist das so ein schönes Wort? Genau wie schwappt. Ich bin ja kein großer Grünemeier-Fan, aber der hat das neue Lied und da kommt das Wort schwappt vor. Allein dafür finde ich das Lied schon gut, ja? Ja, aber schwappt ist ja jetzt nicht so besonders. Wie oft hast du in deinem Leben schon schwappt gesagt? Gar nicht so wenig. Was? Wann sagst du denn schwappt? Ja, wenn zum Beispiel du irgendwas mit Öl zu tun hast, so eine Ölwanne auffüllst. Wer hat denn was mit Öl zu tun, ja? Und da dann so einen leichten Schlag gegen die Wanne gibst, dann schwappt das Ding über. Ja, was das heißt, weiß ich auch, ja. Aber ich habe das in meinem Leben noch nicht besonders häufig gesagt. Ja, du hast doch das handwerkliche Geschick eines Hydranten. Eines Hydranten würde ich jetzt nur nicht sagen. Ein Hydrant hat mehr handwerkliches Geschick als ich. Wir brauchen mehr Mineralien. Aber das Schöne ist, ich gucke ja immer das Klima ins Land. Und theoretisch sollte ich mich dadurch schlecht fühlen, weil ich diese ganzen Sachen alle nicht kann. Aber Finn kann sie ja auch alle nicht, von daher. Ohne mehr
versorgen. Wer ist denn Finn? Finn Kliemann, ja. Der Heimwerker-King. Also der Nachfolger von Tim Taylor. Uns fehlen Mineralien. Wir brauchen mehr Mineralien. Das ist jetzt kaputt. Ah, wenn man den nicht kennt, dann hat man aber echt viel in seinem Leben verpasst. Der Handwerker-King ist außerdem bei Ab ins Bett? Nein, das sowieso nicht. Das ist der Handwerker-King. Eigentlich ist der Handwerker-King ja Tim Taylor. Ja, du musst dir das nur anhören, was der für Pläne hat, ja, wie einfach das alles ist. Ja, wie gesagt, ich empfehle das Klima ins Land. Bei dir wird übrigens ein Double Drop stattfinden. Ich helfe dir mal. Es dauert nur ein bisschen, bis ich bei dir bin. Wobei, vielleicht werde ich auch gedoppeldroppt, ne? Ich habe ja mal zu viele Worker, zu wenig Einheiten. Habe ich das schon mal gesagt? Oh, weiß ich nicht. Hat er schon Stim? Ja. Ja. Du, dann spielst du aber auch vorbei. Nein. Warum ziehst du eigentlich nie deine Worker weg bei sowas? Ja, das ist ja auch blöd. Das muss ich ja nicht machen. Ja, weil ich da keine Lust drauf habe. Yay, voll im Spiel. Ja, die Tees bei mir. Die Tees tot. Hallo, renn da mal hin. Ja, moin. Oh, dumme Einheiten. Vermutlich sind bei dir auch die Tees. Da kommt jetzt schon wieder. Nee, ein Marine ist noch da. Habt der denn gehört? Also die Tees habe ich ja nicht ganz gut abgewehrt. Hat sich der Marine geburrowt? Nein. Das kommt aber mir unten. Ich habe gerade gedroht. Sieht ja richtig gut aus. Wir sind richtig gut im Spiel. Ja, wir müssen ja gleich gegenpushen. Geh doch in deine Mainbase, Cyrock. Ja, er braucht ein bisschen. Ja, wenn du früher losläufst, bist du aber auch früher da. Und zieh doch jetzt mal deine Drohne aus den Marines weg. Ja, das wird definitiv die letzte Folge. Ja, aber du trägst ja auch aktiv dazu bei, dass der Gegner erstarkt. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Unsere Basis wird in die Zange genommen. So, alle die Tees sind wieder tot. Lass mal gegen pushen. Ja, ich schicke alle meine Roaches nach vorne. Da kommen Minivex. Ja, das ist jetzt nicht so. Upgrade durchgeführt. Kannst du einen Overseer machen? Lauf wieder zurück, ist in Ordnung. Wenn wir gleich einen Overseer hätten, wäre gut. Und dann kommt der Terraner. Sehe ich genauso. Nicht zu sehr pullen einfach. Ja, da machen die von ganz alleine. Ich brauche gar nicht gepullt werden. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Der Stromausfall ist gesorgt. Wir haben Overseer. Der Terraner kommt von hinten. Das ist eine scheiß Position, wo wir hier gerade stehen. Ich muss mal kurz die Forge rausnehmen, damit ich hier durchkomme. Wir haben Overseer, ne? Ja. Leider nur drei. Kannst du deine Roaches eben in die Echse vom Protoss hier stellen? Damit er da nicht sich wieder neu aufbaut. Und der Terraner wieder.
Das ist keine gute Position für mich. Er hat 1-1. Okay, wenn du gleich wieder Reinforcement hast, bitte hier helfen. Ich halte das, glaube ich, aber viel bleibt nicht mehr übrig von mir. Kann leider wieder einmal warpen, der Protoss. Jetzt wieder nicht mehr. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Ist das eine gute Position? Ja, ist okay eine Position. Auch wieder viel. Siehste, war doch alles gar nicht so viel, Cyborg. Man muss einfach manchmal pushen. Und dann geht das schon alles. Und da würde ich sagen, habe ich mal wieder 221 APM geschafft. Das ist so eine schöne Nachricht. An dieser Stelle, was für die heutige Folge. Deshalb kriegen die Terraner immer so schnell auf APM, ja. Tun immer so, als wären sie die Oberbabos, ja. Aber eigentlich muss man nur Terraner spielen, schon hat man nur APM. Ist ja easy. Kein Wunder, dass die immer so APM haben. Und die Marine denkt, er wäre gut, ja. Also wirklich. Das war's für die heutige Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts könnt ihr zur Folge klicken und dann zu einem schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.